Ich habe ein wenig Angst, Freunde. Beim letzten Mal habe ich ja so selbstbewusst gesagt, dass ich gar nicht für die Arena trainieren bräuchte, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Moin Leute und willkommen zurück zur Pokémon Platin Random Log. Ich muss wirklich sagen, ich habe ziemlich Respekt vor dieser Arena, denn Level Limit ist 38, das ist zwar gut und schön, ich habe jetzt aber noch nicht trainiert, weil ich geglaubt habe, dass für die Level 32, 31 Pokémon meinerseits das vollkommen ausreichen sollte. Wir werden sehen, ob sich das nun bewahrheiten wird. Hoffentlich. So, guten Tag, wie sieht's aus? Marinus, der Arenaleiter, ich meine Wellenbrecher Marinus, ist der Meister des Wasser-Pokémon. Ich sage ja, dass du verdammt viel Mut besitzt, wenn du versuchst, deine Pokémon mit Feuer- oder Boden-Pokémon zu besiegen. Aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung. Ich wünsche dir einen guten Kampf. Das ist aber sehr freundlich von dir. So. So soll's also losgehen. Gehen wir mal hier... Ach, wir können hier gar nicht hoch. Okay, das ist zu weit oben. Okay, dann müssen wir erstmal ein bisschen klassisches Wasserrätsel hier. Wasserpegel hoch und runter fahren lassen. Drücken wir hier drauf. Okay, jetzt ist der Wasserpegel weg. Sieht nicht so gut aus, aber okay. Wir im Vivien vorne ist natürlich in der Wasserarena gar nicht mal so schlecht, aber die haben ja sowieso alle gerandomized Pokémon. Ich werde jetzt mal gegen diesen kleinen Schwimmreifentrainer hier kämpfen und mal sehen, wie stark die hier alle so sind. Hallo. Guten Tag. Ich habe nicht nur meinen Körper hier oben gestellt, auch meine Pokémon und mein Geist wurden gestärkt. Das sagt so ein kleines Kind im Schwimmreifen. Okay, gut. Warum nicht? Boss. Er ist ein Boss. Und er hat ein einzelnes Pokémon. Das ist gar nicht gut. Okay, Level 32. Das ist aber in Ordnung. Das Problem ist, du Hornweisel hat bestimmt irgendeine Käferattacke. Deswegen schnell und schleunigst raus. Nehmen wir doch mal Tyler. Der wird jetzt... Wobei, Käferattacke. Das ist gar nicht mal so schlau, was ich gerade gemacht habe. Oh no. Let it be. Das gefällt mir gar nicht. Okay, Synchro ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch toxisch ist, dieses Gift. Na gut, Gift ist immer toxisch, aber ob das jetzt hartes Gift ist oder normales, sieht nach normalem Gift aus vom Schaden her. Okay, Konfusion, wir sind auf jeden Fall schneller, das ist klar. Ein Tuit wird's auch, aber... Es wird kein Tuit! Und ein Schlitzer! Oh oh, und Toxin. Oh oh. Gut, er ist natürlich auch vergiftet, aber ich glaube, er ist normal vergiftet. Und wir brauchen noch mindestens diese Runde. Alter Schwede! Ich weiß gerade nicht, ob das Gift noch nach dem... Also wenn wir den besiegt haben, noch wirkt. Deswegen werde ich jetzt mal schnell einen Hypertrank nehmen. Weil wir sind auf jeden Fall schneller, da bin ich mir sicher. Und selbst wenn er einen Crit macht, sollte uns höchstens die Hälfte Schaden machen. Und das Gift zieht dann 20 ab ungefähr. Okay. Gift zieht 20 ab ungefähr. Ja, ziemlich genau. Und das sollte jetzt ausreichen. Okay, alter Schwede. Fängt ja super an. Gut, wir hätten ihn natürlich in der Runde auch besiegen können, aber ich war mir mit dem Gift nicht sicher, ob das... Okay, das tickt danach nicht mehr, wenn der Kampf vorbei ist. Okay, wusste ich gerade nicht mehr. Hätte ja sein können. Da war ich lieber übervorsichtig. Werde ich mal kurz das Gegengift nutzen. Davon haben wir 1000 Stück noch, um genau zu sein, 10. So, dann noch einen Supertrank. Ich möchte jetzt ungern noch zurück zum Pokécenter laufen müssen. So. Okay, weiter geht die wilde Fahrt. Ich glaube, meine Angst war leicht berechtigt. Hier komme ich noch nicht lang, ne? Nee, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal unten rumgehen und da wahrscheinlich irgendwelche Leute vernichten. Vernichten, schlagen. Ja, hier hoch und da ist ein Angler. Okay, guten Tag. Ich verfüge über die gewaltigen Kräfte des Wassers. Bilde dir nicht ein, dass du gewinnen kannst. Ja, wie gesagt, ich habe schon Respekt vor dieser Arena. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Und er hat auch nur ein Pokémon, das ist doch echt doof. Ein Trezler. Trezler mit Level 33, okay. Wimmerbabiss, das ist sehr gut. Der hat wahrscheinlich nur Konfusion. Und wir sind schneller, umso besser. Tuit. One hit. Okay. Gut. Ist okay, ist akzeptiert. Gut, es war auch nur ein unterentwickeltes Pokémon, also gar kein Thema. Stacy wurde besiegt, schöner Name für einen Kerl. Sehr gut. Das, so möchte ich mir das gerne öfter wünschen. Aber ich glaube, es wird niemals so einfach sein. So, der zieht das jetzt wieder runter, oder? Oder noch weiter nach oben? Wahrscheinlich weiter runter. Ich werde jetzt erstmal hier rumgehen. Denn hier ist noch ein Kollege. Guten Tag. Ich bin um die ganze Welt gereist und habe überall Pokémon trainiert. Und in dieser Arena habe ich mich letztendlich niedergelassen. Du kannst darauf wetten, dass dies eine schwere Arena ist. Ich wette darauf schon seit der ganzen Zeit. Also musst du mir gar nichts hier einreden, mein lieber Dancer P. Ich wusste gar nicht, dass Pi ein Name ist. Aber egal. Krabi, perfekt. Dankeschön. Also jetzt ist gerade wieder ein bisschen der Wurm nicht drin.
Also es funktioniert gerade alles ganz gut. Denn Krabi wird natürlich hoffentlich, hoffen wir mal stark mit einem Rankenhieb, vernichtet. Oder vernichtend geschlagen. Ja, tut jetzt sehr gut. Metallklaue sollte nicht allzu viel Damage machen. Es ist immer noch ein unterentwickeltes Pokémon, ne? Unentwickelt. Also muss ich mir da, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Sehr gut, Vivien. Wird wahrscheinlich nicht für ein Level-Up reichen, würde mich stark wundern, aber wird ganz gut reinhauen. Jo, sehr gut. Nocturne, uiuiui, wir haben schon mit dem Kikli ganz schön viele Probleme gehabt. Dann nehmen wir doch mal Tyler, wenn er schon gerade mal so daneben hockt. Kann er irgendeine Unlichtattacke oder sowas haben? Finte oder sowas hat er bestimmt, Nocturne. Aber ich glaube, also theoretisch sollte eine Konfusion ausreichen. Oder zum knapp nicht reichen höchstens. Ja, okay. I see. Ja, ist in Ordnung. Solange du mich nicht einfrierst. Danke. Wir sind schneller und das war's mit dem Nocturne. Nicht Nocturne. Das ist doch doof. Okay. This was. Sehr gut. Level up für Tyler. Sehr schön. Alter, 96 Spezialangriff. Das ist echt. Tiana ist einfach ein Sweeper. Da muss man gar nicht drum herum reden. Ist einfach so. Muss aber auch wieder geheilt werden. Leider eine kleine Glaskanone, der gute Tyler. So, Vivien muss aber auch geheilt werden, also wir haben noch genug Tränke vorhanden. Habe ich noch überhaupt normale Tränke? Oder habe ich die schon ausgetauscht? Wir haben noch die Kubu-Milch, das muss ich auch noch natürlich im Kopf behalten. Da müssen wir auch einen Supertrank nehmen, okay. Ein bisschen verschwenderisch für 17 KP, aber in Ordnung. Alles im grünen Bereich. So, hier noch ein bisschen das Wasser heben. Jetzt kann ich hier unten lang. Und jetzt ist hier ein Trainer. Mann, das ist ja Kampf um Kampf um Kampf um Kampf. Ich möchte so stark werden wie Wellenbrecher Marinus. Wellenbrecher, Wellenbrecher. Wer kennt ihn nicht? Boss, schon wieder ein Boss-Pi. Oh, das ist gar nicht immer so ungefährlich. Ein Toxicroak. Da möchte ich ehrlich gesagt auswechseln. Auf Tyler am liebsten. Weil vierfache Effektivität und so. Das mache ich auch. Auch wenn Tyler dann natürlich... Okay... Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr Schaden erwartet, muss ich sagen. Auch wenn Tyler natürlich dadurch schon ein wenig weiter gelevelt hat. Aber das ist mir dann doch wichtiger, dass sie alle überleben. Anstatt, dass ich mich da irgendwie durchquäle. Und mich wundert es ein bisschen, dass da gerade kein... wer ist es? Keine Giftattacke kam. Weil eigentlich müsste Toxic Fuck doch irgendwas haben. Ne? Irgendwie Gifthieb oder sowas. Level 32 für Vivien, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hat auch einen guten Angriff, muss man dir lassen. Generell eigentlich sehr, sehr gute Werte, aber alles halt sehr ausgeglichen. Skunkapu würde ich am liebsten eigentlich drin bleiben. Aber Faith könnten wir eigentlich auch mal nutzen, wenn wir schon mal dabei sind. Und Skunkapu ist auf jeden Fall ein Matchup, was wir uns leisten können mit Faith. Zumal der auch drei Pokémon hat, das ist wahrscheinlich unter Level 30. Ah, okay, ist Level 31, okay. Aber noch alles im grünen Bereich. Nehmen wir Schlammbombe. Haben wir schon gedacht, dass ich langsamer bin. Aber nicht viel Schaden. Und wir treffen mit Schlammbombe. Es sollte mehr als die Hälfte Schaden machen. Yeah. Und Eissplitter wird es dann finishen. Perfekt. Sehr, sehr gut. Das sind hier die krassen Strats, die man hier in dieser Arena an den Tag legen muss. Funktioniert ganz gut bisher. Ja, reicht das? Sehr gut. So lobe ich mir das. Was haben wir dann noch? Ein Kollege liegt da noch. Ein Enton. Da muss ich natürlich leider auswechseln. Auf Irma zum Beispiel. Sehr, sehr gut. Wobei, ah, der hat Konfusion. Verdammt. Der hat Konfusion. Wird mich aber sicher nicht one-hitten. Oder? Ah, nee, ich glaube, ich wechsle lieber auf Maggie. Bevor jetzt die Konfusion kommt und dann exorbitant Schaden macht oder crittet oder was auch immer. Kann ja alles passieren. Lieber nicht. Dann lieber so, ja, da kommt natürlich sofort die Konfusion, war schon klar. Dann lieber tanken mit Maggie. Und ein Biss. Gut, wird jetzt nicht allzu viel Schaden machen, aber der hat ja noch nicht den Psychotyp. Den kriegt er ja erst mit Entoron. Oder Psychoquack. Wie hieß es nochmal? Ich glaube, in Frankreich ist es Psychoquack, ne? Ich glaube schon. Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Och, komm, please. Ich hoffe, der Tackle trifft jetzt. Yes, indeed it is. Indeed it does. So. So, Enton wurde besiegt. Sehr gut. Bei den ganzen Kämpfen werde ich schon ganz schwummrig im Kopf. Boss Pi wurde besiegt. Du bist einfach zu stark. Indeed I am. So. Dann nochmal kurz heilen, heilen, heilen. Nach jedem Kampf wieder hochheilen. So. Ich glaube, ich werde jetzt mal Irma nach vorne stellen. Faith ist ja dann doch ein bisschen zu wackelig, ehrlich gesagt. So, Maggie wird auch nochmal kurz ein bisschen was intus geworfen. Wobei, Maggie kann ich ja nach vorne setzen eigentlich. Maggie sollte ja keine großen... Die größten Probleme für Maggie wären ja eigentlich irgendwelche... sowas wie
Elektroball oder sowas. Ich glaube, sowas haben die hier. Oh gut, können die natürlich haben, klar. Aber ich glaube, ich habe noch keinen Elektroball gesehen. Aber kann ja alles noch passieren, ne? Darf man echt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Guten Tag. Ich habe weltweit die meisten Pokémon geangelt und jetzt bin ich dran. Du bist dran. Du ist Zeit für ein Duell. Okay, cool, Trainer Florentino möchte kämpfen. Alles klar. Nimm es zum Mozel. Ja. Kann Absorber, aber sollte Maggie tanken. Gehe ich mal stark von aus. Wird auf jeden Fall ein Tool mit Aquawelle, denke ich. Wobei, doch, okay. Und es verwirrt sogar, perfekt. Jetzt trifft dich noch am besten selbst und dann GG. Okay, er härtnert sich lieber. Ich gehe mal stark von aus, dass es jetzt kein... Also der nächste Schlag, das jetzt nicht finishen wird, wird mich zumindest wundern. Weil der Zufallswert ist nie freundlich zu mir. Sag ich doch. Wäre ja zu schön gewesen, aber vielleicht trifft er sich ja selbst. Natürlich nicht. Oh, Triplette, okay. Das ist ja eine normale Attacke, also alles zu... Entspannt. Triplette ist eine extrem coole Attacke, aber irgendwie... Ja. Habe ich was gesagt? Habe ich die Attacke cool genannt? Etwa sowas habe ich getan? Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Das ist jetzt mal kacke. Ich hätte theoretisch eigentlich drinbleiben können. Sehr gut sogar drinbleiben können, weil dann wäre nämlich diese Erfrierung irgendwann aufgegangen. Oder hätte sich irgendwann geändert. Okay, wir werden nicht erfroren hier, das ist schon mal gut. Giftstachel sollte es dann beenden. So, einmal durchgestochen, das Samozel. Zack, weg mit dir, sprach das Tier. Ein Volltreffer sogar, Dankeschön. Unbedingt nötig von Irma. 222 Punkte. Tornupto. Yo. Das ist kacke. Ich muss dann nämlich mit Maggie rein. Ich könnte es auch mit Lin machen. Ich mache es jetzt mit Lin. Weil gefroren möchte ich da ungern beim... Gut, theoretisch könnte natürlich dann eine Blutattacke heilt natürlich die Erfrierung. Aber er wird dann bestimmt keine Feuerattacke machen, würde mich zumindest wundern. Nehme ich lieber Maggie, ist mir da ein bisschen sicherer, ehrlich gesagt. Okay. Ein Igler, warum kannst du das überhaupt? Na gut, du bist eine Art Igel, von daher macht das schon Sinn. Ich meine ja nur. Okay, weiter geht die wilde Fahrt. Okay, Flammenrad, das ist nicht so stark. Das geht noch. Sehr, sehr gut. Solange du uns nicht verbrennst oder so einen Schmarrn machst, ist alles im Lot. Alles lotrecht. Okay. Sternschauer. Schick. Warum hat er solche Attacken? Die bringen mir doch gar nichts. Wieso hat er nicht Flammenwurf oder sowas? Sowas, was man vom Tornupto erwartet. Vielleicht möchte er das jetzt für das Grande Finale aufsparen. Nö. Okay, gut, gar kein Problem. Habe ich dich lieber mit Lin besiegt, bevor dann noch Maggie irgendwas zustößt. Das wäre ja unverantwortlich, wenn da was passieren würde. So, auch wenn Lin natürlich ordentlich Erfahrungspunkte jetzt dadurch gained. Okay, alles gar kein Problem. Schalellos. Ja, gut. Irma. Ja, probieren wir es mal mit Irma. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht. Sollte eigentlich ja kein Problem sein, aber ich kann irgendwie kann ich manche Pokémon nicht richtig einschätzen. So, Schalellos ist auch eins von denen, weil das halt gute Verteidigung hat. Aber okay, es wird gewonnen-hitted. War ich mir gerade nicht sicher, weil Schalellos hat halt echt eine gute Def, aber es ist halt noch unterentwickelt, wie so viele Pokémon hier. Okay, Florentino wurde besiegt. Geh zurück zu deinen Blumen. So. Wieder heilen, heilen, heilen. Habe ich überhaupt so einen Eisheiler? Tatsächlich. Wieso habe ich mir einen Eisheiler gekauft? Naja, beschweren sollte ich mich darüber nicht. Muss ich jetzt für die paar KP da einen Trank nutzen? Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall Lin heilen. Aber Maggie, sorry, aber für 8 KP werde ich jetzt keinen Trank nutzen. Sorry. So. Ich glaube, ein Trainer war hier mindestens noch. Müssen wir zurück? Scheint wohl so. Und dann hier hoch, ne? Ne, runter. Das war falsch. Hä? Hä? Bin ich doof? Oder war das richtig? Ah, jetzt können wir hier unten lang. Verstehe. I see, I see. Genau, dieser Typ hier noch.
Haben wir mit dem schon gekämpft? Mit dem unteren haben wir schon gekämpft, aber mit dem hier noch nicht. Wie die tosende See spüle ich alles in meinem Weg stehende halt fort, so bin ich eben drauf. Krasser Dude. Okay. So, du hast drei Mons, okay. Dancer Daniel mit einem Barnett. Uiuiui. Gefährlich, aber wir haben natürlich, yummy yummy, einen Biss. Zack. Oh, der ist schneller als wir, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist natürlich doof, Irrlicht ist jetzt nicht so prickelnd. Dadurch machen wir jetzt nämlich wahrscheinlich keinen One-Hit. Nee, beileibe nicht. Das ist jetzt richtig doof. Aber ich werde trotzdem drin bleiben. Och, was bist du denn für ein Nervgegner? Auch noch AP reduzieren. Verbrennen. Jetzt kommt wahrscheinlich noch der Fluch. Oder kommt jetzt der Fluch? Nee, erstmal müssen wir natürlich auswählen. Schattenstoß, okay, gar nicht mal so schlecht. Aber sollte nicht viel Schaden machen. Nee, okay. Die Verbrennung wird auch nicht ausreichen. Dennoch werde ich jetzt heilen. Denn falls der jetzt eine Überattacke macht oder mit Dings critten sollte. Top Genesung habe ich sogar. Falls er critten sollte oder falls... Es kann ja alles passieren. Die Verbrennung muss man auch noch mit einberechnen. Da heile ich lieber mal eine Runde. Bevor da noch irgendwas geschieht. So. Wahrscheinlich macht er wieder Schattenstoß. Ja. Sollte nicht viel Schaden machen. Aber wie gesagt, es könnte ja... Jede Eventualität muss ja ausgemerzt werden hier. Durch meine Berechnung. Und jetzt wird auf jeden Fall... Okay, er macht sowieso Groll. Alles gar kein Problem. Dann muss ich mich ja gar nicht sorgen hier. So, das wäre es mit dem Barnett gewesen. War nett mit dir, Barnett. Bis zum nächsten Mal. Alter, 1111. Nassschweif. Bringt uns, glaube ich, nicht viel. Ich kann aber trotzdem mal kurz nachschauen. Hat eine 90er Stärke, aber wir sind natürlich ein spezielles Mon, deswegen bringt uns das nicht viel. Vor allem ist auch die Trefferquote nicht allzu berauschend, also weg damit. So, Verbrennung, okay, ich muss mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Stoll Junior. Könnte auch Faith machen. Ich probiere es mal mit Faith. Falls es nicht funktioniert, werde ich auswechseln. Weil mir fällt jetzt momentan nichts ein, was der uns groß entgegensetzen könnte. Er hat natürlich Metallklaue oder sowas, gehe ich mal stark von aus. Aber ansonsten... Ich probiere es mal mit Schlammbombe. Wir sind sogar schneller, das ist gut. Tu it. Okay. Okay. Ich sag gar nichts mehr. Ich habe jetzt plötzlich einen Backwards-Stimmbruch bekommen. So, Evoli kann eigentlich Taylor Faith auch machen. Also von daher sollte das gar kein Problem darstellen. Ich werde jetzt mal einen Eissplitter machen. Das sollte nämlich eigentlich auch ein Two-Hit werden. Weil Faith eigentlich einen ganz guten Angriff hat. A pretty nice attack hat sie. Na okay, noch nicht ganz. Biss sollte aber auch nicht viel reinhauen. Evoli ist ja immer noch unterentwickelt. Ich habe dieses Wort bestimmt schon tausendmal gesagt in diesem Part. So, batz, 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 batz. Ich finde, Eissplitter hat immer noch eine wunderschöne Animation. Ich weiß nicht, warum sie mir so sehr gefällt. Ich mag die irgendwie gerne. Weil die halt, da sieht man erst so, das baut sich so auf, dieser Eiskristall. So baut sich auf und dann zack, ins Gesicht. Und dann sieht man richtig, wie das im Gesicht zersplasht. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht reichen, ne? Nee. Der Heuler hat es natürlich jetzt zunichte gemacht, unseren Angriff. Aber dieser Eissplitter wird es dann richten. Der wird dann ausreichen. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt noch irgendein Trainer hier vorhanden ist in dieser Arena. Auf jeden Fall werde ich jetzt nicht direkt zum Arena-Leiter gehen. Das kann ich jetzt schon mal prognostizieren. Weil in einer Minute den Arena-Leiter zu besiegen, ist ein bisschen sehr ambitioniert. Wäre doch ein bisschen übertrieben. So, ich werde mal kurz wechseln. Und zwar packe ich mal Irma nach vorne. Der ist nämlich der Einzige, der noch unterlevelt ist. Und noch, ja, ein bisschen, noch genug KP hat. So, jetzt könnte ich natürlich zu dem Kollegen hier gehen. Möchte ich aber gar nicht. Also wieder zurück. Ich gehe mal kurz heilen. Das wollte ich sowieso machen. Und dann noch generell meine Tränke und sowas aufstocken. So. Also beim nächsten Part wird dann erst der Arena-Leiterkampf kommen. Ganz schön lang, der Weg nach zurück ist ganz schön lang, ne? Ich glaube, ich werde beim nächsten Mal dann einfach offscreen dahin laufen zum Arena-Leiter. Und dann ein Stündchen mit ihm reden. Was? Bin ich falsch? Ah ne, ich muss ja hier hinten. Okay. Ne, jetzt gehe ich ja wieder den richtigen Weg. Verloren im Spieleparadies, ich verstehe es nicht. Kann es sein? Ich meine, ich muss ja mit ihm reden, um mit ihm zu kämpfen, ne? Ah, ich kann jetzt zurück. Okay, alles klar. Sehr gut.
Dann würde ich aber sagen, wenn ich jetzt meine ganzen Vorkehrungen treffen, was bedeutet, dass ich heilen werde, dass ich meine Sachen neu kaufen werde, und dann sehen wir uns wahrscheinlich vom Arenaleiter wieder, falls ich dran denken sollte. Ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.